ich habe das Bein gebrochen. Wie geht's dir heute? Blendend. Wie fühlst du dich? Wunderbar. Ein Traum. Wirklich? Ja. Das wird sich gleich ändern. Ja, ich weiß. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von der Cooling Couch. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ich heute vielleicht ein bisschen neben der Sache stehe, kann es ja daran liegen, weil ich meine Challenge heute mit dem 5-Kilometer-Laufen verloren habe. Ich habe nur 3 Kilometer geschafft. Ich bin A, deprimiert und B, ich bin einfach nur fertig. Ich bin fertig mit der Welt, ich kann mich nicht bewegen, ich habe Schmerzen, ich habe, glaube ich, alles von innere Blutungen bis, weiß ich nicht, Tripper und allem drum und dran. Ja? Also ich glaube, ich habe alles abbekommen. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns heute ausgemacht, dass wir heute drehen, weil wir brauchen für Dienstag ein neues Video und somit werde ich wieder einen Teil eurer Fragen beantworten. Und ich starte jetzt gleich mal mit Frage Nummer 1. Warum schäumt das Öl bei meinem Verdichter so auf? Ja, ich meine, das ist natürlich ein Thema, da können viele Gründe zusammenspielen. Was gefährlich wird, ich fange nur mit diesen wirklich gefährlichen Sachen an, ja, ist im Prinzip Flüssigkeit im Öl drin. Ja, das heißt, ich bekomme viel zu viel flüssiges Kältemittel zurück, ja, dadurch schäumt mir das Öl so massiv drauf. Ja. Ich habe das schon, dass es auch oft gehabt, dass das Schäumen ausschaut, wenn die Geschwindigkeit von Kältemittel relativ schnell durchgeht, dann schäumt das auch so leicht auf. Aber so richtiges Aufschäumen können. Sehr häufig ist der Grund für das Aufschäumen von Öl entweder flüssiges Kältemittel, was noch mit zurückkommt. Das heißt, bitte ganz, ganz wichtig, einmal die Überhitzung kontrollieren. Und gegebenenfalls, wenn ihr genug Kühlleistung habt, die Überhitzung einfach mal ein bisschen größer machen und schauen, ob es dann besser wird. Das nächste sind oft die Endtemperaturen vom Kompressor. Weil sehr häufig schäumt das Öl natürlich auch, wenn zum Beispiel keine kahle Heizung vorhanden ist, ja, und die Anlage im Freien draußen steht und kalt startet, ja, und das Öl kalt ist und dann ist der unten ein flüssiges Kältemittel gebunden und es kann nicht ausdampfen. Sehr häufig passiert es aber auch, wenn ich sehr niedrige Temperaturen von der Saugleitung habe. Das ist vom Sauggarten, das schon sehr, sehr kalt ist, zum Beispiel bei Tiefkühlanlagen, ja. Und dann habe ich halt leider mal Flüssigkeitsanteil im Öl drin und dann schäumt das richtig auf. Ja. Meine Empfehlung diesbezüglich ist, A, mal checken Kaderheizung, also irgendeine Ölsumpfheizung, so in Richtung, dass die aktiv ist, wenn der Kompressor steht. Habe ich auch bei Anlagen zum Beispiel, die nicht im Freien stehen. Ja, ich habe bei unseren Anlagen zum Beispiel, die halt sehr extrem, bei extrem tiefen Temperaturen laufen, läuft bei uns auch die Kaderheizung. In dem Moment, wo der Kompressor stehen bleibt, läuft dort die Kaderheizung, um genau so ein Aufschäumen zu verhindern. Ja. Also Überhitzung mal ein bisschen größer machen, Kaderheizung checken und dann noch einmal beobachten, ob das die Schäumung einfach mal weggeht. Ja? Ansonsten einfach noch mal melden, dann vielleicht ein paar Videos schicken mir aus solchen Richtungen, können wir vielleicht nochmal darüber reden. Wie geht ihr mit diesen ganzen Lockdown-Maßnahmen um? Ja, es ist natürlich ein Riesenthema und man bekommt es natürlich nicht weg. Ja? Und, wir bekommen natürlich viele Fragen diesbezüglich, wie mit der ganzen Situation, diesen ganzen Maßnahmen, die derzeit entstehen, vor allem weil wir ja international unterwegs sind, umgehen. Grundlegend versuchen wir, das Leben ganz normal weiterzuführen. Es ist halt ein bisschen schwieriger. Ja? Also bei uns, wir haben ja nur eine kleine Firma, wir haben ja nur wenig Platz. Das heißt,
Wir müssen halt wirklich darauf achten, wie viele Leute sind bei uns in der Firma, dass wir Sicherheitsabstände und solche Sachen einhalten können. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, mein lieber Produzent ist eigentlich im Moment verbannt worden, eher zu Hause zu arbeiten, als wie im Büro zu arbeiten, weil sonst geht sich das im Büro einfach mal nicht aus. Genauso wie wir beim letzten Video schon gesagt haben, dass wir derzeit das Drehen bei mir hier in den Keller verlegt haben, weil dort, wo wir normalerweise drehen, einfach auch der Platz hinten und vorne nicht ausreicht. Im Ausland ist es natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, zum Beispiel wenn die Lokale zu haben und du bist halt so wie ich jetzt die ganzen Stuttgart, ja, dann ist dein bester Freund halt die Fertiggerichte. Ist natürlich ernährungstechnisch jetzt suboptimal. Manche Leute freuen sich, also meine Kinder freuen sich, würden sich nur freuen, wenn sie Fertignudeln essen könnten. Ja. Meins ist halt nicht, ich gehe halt gerne mal gut essen. Ansonsten haben wir, dadurch, dass wir auch viel für die Pharma arbeiten, wenig Einschränkungen. Man spürt es auch an der Auftragslage, weil halt viele andere Sachen, die ganze Gastronomie und die ganzen Aufträge eigentlich wegfallen. Es geht ja nicht nur mir so, es geht ja auch viele Partnerfirmen von mir so. Also man merkt es halt schon extrem, oder du musst halt permanent irgendwelche Tests machen, damit du in ein Land einreisen musst, du musst dich um die Bestimmungen kümmern. Du musst schauen, ob du dort in Quarantäne gehen musst, du musst beim Hotel anrufen, ob sie dich überhaupt aufnehmen und. Es ist halt natürlich ein bisschen mehr Aufwand, es ist schwieriger. Ich sage ganz ehrlich, irgendwann hat das Ganze ein Ende. Es ist jetzt mühsam, aber es funktioniert. Man muss sich einfach daran halten oder sollte sich einfach daran halten. Man sollte vielleicht ein bisschen sein Hirn einschalten, was man tut und was man macht oder welche Aufträge man annimmt oder welche man nicht annimmt und gut ist. Und dann funktioniert das auch irgendwie. Schwierig, aber es funktioniert. Gibt es beim Magnetventil beim Kauf etwas zu beachten? Ja, es gibt schon was zu beachten. Also Punkt 1 beim letzten Sekundärregal-Video, bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich zugesagt habe, aber die Ventile haben innerlich eine andere Größe, als was sie außen angegeben haben. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein 10 mm Magnetventil kaufe, heißt es für mich, ich habe 10 mm Lötanschlüsse. Dieses 10 mm Magnetventil kriege ich aber in unterschiedlichen Bauformen. Das heißt, die Angabe sind ja nur grundlegend die Lötanschlüsse. Das heißt, ich sollte mich informieren, beziehungsweise gibt es sogenannte Berechnungen, wie man das dann kalkulieren kann, welche tatsächliche Größe vom Magnetventil ich kenne. Ich kann jetzt hier leider nur von einer Marke wieder reden, zum Beispiel Danfoss. Da haben wir den Punkt zum Beispiel, die sagen zum Beispiel EVR2, EVR3, EVR6. Du bekommst zum Beispiel ein EVR3 in unterschiedlichen Lötversionen. Du bekommst es mit 6 mm, glaube ich, du bekommst es mit 10 mm und ich glaube, du bekommst es mit 12 mm Lötanschlüsse. Das heißt, an dem kann ich mich mal nicht orientieren. Es ist schon wichtig, was ist da drin verbaut. Das heißt, anhand der Leistung, anhand des Kältemittelmassenstroms, anhand der Druckdifferenz, die ich benötige und, legt sich mal das Magnetventil aus. Wenn ihr halt es nicht hundertprozentig weißt, einfach mit euren Lieferanten reden, die helfen euch sicherlich gerne weiter und sagen dir, okay, du hast den Kompressor, den Verdampfer, die Rohrverlängerungslänge, nimm mal das Magnetventil. Der zweite Tipp, den ich gerne auch zugeben möchte, es gibt viele Magnetventile, gerade die billigere Variation, die man nicht zerlegen kann. Beim Einlöten von Magnetventilen, ja, ist das Beste und das Idealste, wenn ich ein Ventil habe, was ich mit einfachen Handgriffen einfach aufmachen kann, die Membran, die Feder, alles wegnehmen kann, das Ganze einlöten kann, ja, und gut ist, ja. Natürlich funktioniert das Ganze auch mit den nassen Lappen, rumwickeln und solche Sachen, aber das ist halt immer wieder ein Risiko, dass ich eine Dichtung beschädige, dass ich die Feder beschädige oder ganz blöd, auch wenn ich am Anfang gleich keinen Schaden habe, aber es gibt ja einen Grund, warum bei vielen Magnetenwillen nach eigentlich einem Jahr die Feder reißt. Meistens ist es der Fall, weil beim Einlöten die Feder halt leicht beschädigt worden ist, bei der Inbetriebnahme aber funktioniert, aber dadurch, dass die einmal warm geworden ist und wieder ausgekühlt ist, ist sie einfach spröde geworden und somit kann sie nicht mehr so viel Schaltungen abbekommen, wie als wenn sie neu wäre. Deswegen verwende ich Magnetventile nur ausschließlich, die ich wirklich aufmachen kann. Dann nehme ich einfach alles raus, löte das in aller Ruhe ein und wenn es ausgekühlt ist, baue ich es einfach wieder zusammen und habe keine Probleme. Das ist so meine Empfehlung. Sonst würde ich euch keine Marke empfehlen, sie sind alle gut. Ja, also von dem aus gesehen, einfach diese Punkte beachten und ihr seid happy. Warum kommt mein Öl nicht in den Kompressor zurück? Gibt es natürlich viele Gründe. Ja. Wenn ich jetzt da hergehe und sage, okay gut, wie schaut es grundlegend mal mit der Rohrverlegung aus? Ja? Ich gehe jetzt mal davon aus, die Frage, die da gestellt worden ist, ja, dass mit der Rohrverlegung es keine Probleme gibt, sondern dass es ein Sonderfall ist. Wenn nicht, check bitte mal die Rohrverlegung, ob Ölhebebögen drin sind, ob Steigerungen drin sind, ob der Kältemittelmassenstrom vielleicht zu langsam ist. Ja?
für die Rohrdimension, ja, dass das Öl in der Anlage liegen bleibt. Das sind mal die ersten Punkte, die ich normalerweise eigentlich mal durchkontrolliere. Dann natürlich, ist ein Ölabscheider verbaut, ja oder nein? Wenn ich natürlich eine sehr, sehr lange Rohrleitungslänge habe, obwohl die Ölrückführung gewährleistet ist, kann es aber sein, dass nicht rechtzeitig das Öl durchkommt, dafür baue ich einen Ölabscheider ein. Dann scroll einfach mal bitte weiter hinunter, ja, da gibt es ein Video über Ölabscheider, da kann man das ein bisschen genauer vielleicht nachvollziehen, warum man so einen Ölabscheider einbaut. Falls natürlich jetzt die Ölrückführung passt, falls ein Ölabscheider verbaut ist, dann check bitte den Ölabscheider. Einer der häufigsten Gründe, obwohl alles rundherum passt, ist der Ölabscheider. Natürlich gibt es eine falsche Dimensionierung vom Ölabscheider, das kann natürlich auch sein. Gehe ich jetzt auch mal nicht davon aus, sondern ich gehe davon aus, dass entweder der Schwimmerschalter, der verbaut ist, hängen geblieben ist, oder ich gehe davon aus, dass das Netz, was drin verbaut ist, verschlammt ist. Verschlammt klingt jetzt recht brutal im Kältesystem, aber wenn ich zum Beispiel einen Verdichterschaden gehabt habe, mangels mit Abrieb und ich habe die Abriebgeschichten im Öl drinnen, das Öl wird rausgeschossen, ja, und dann kommt es im Prinzip in den Ölabscheider hinein und das Öl sollte ja über dieses Sieb abtropfen. Ja. Wenn die Viskosität nicht mehr gegeben ist von dem Öl, wenn die Struktur vom Öl jetzt schon so schlammig ist, ja, dann kommt die durch dieses Sieb nicht mehr durch, dann tropft das nur ganz, ganz langsam hinunter und das reicht dann nicht mehr aus, dass es rechtzeitig zurückkommt. Ja. Und witzigerweise, wenn man dann als Techniker hinkommt, startet man die Anlage, Öl ist wieder da, alles sind happy, alles sind glücklich und alles sind froh. Das liegt einfach daran, weil es viel zu lang braucht, durch dieses Sieb vom Ölabscheider durchzukommen. Ja. Also wenn ich wirklich rundherum alles gecheckt habe, dass halt das alles passt, dann würde ich mal wirklich auf den Ölabscheider tippen. Den einfach raus, einfach neu machen oder wenn du vielleicht einen geflanschten hast, dann von unten mal die Kugel anschauen. Wenn ich jetzt von unten das aufmachen würde, die Kugel anschauen und die ist zum Beispiel schwarz, dann kann ich jetzt schon eins zu eins zusammen zählen und sagen, okay gut, dann wird das Netz oben wahrscheinlich auch zu sein. Mehrere Ölwechsel machen, es hilft immer. Bitte nicht wahllos Öl drauffüllen, weil irgendwann kommt das Öl zurück, weil durch das Sieb das irgendwann durchkommt und dann ist der Kompressor tot anhand des Ölschlages und dann habe ich noch mehr Schmutz drin. Ja? Aber mein Tipp jetzt da ist Ölabscheider. Was soll ich beim Isolieren von Rohrleitungen beachten? Beim Isolieren. Punkt 1, Isolierstärke. Die meisten Leute haben das Problem, dass sie einfach immer eine Isolierstärke drunter nehmen, statt drüber. Das ist mir wirklich schon stark aufgefallen. Und dann wundern sie sich, warum die Isolierung nach kürzer Zeit durch ist, warum sie trotzdem schwitzt, warum trotzdem Eis durchkommt und solche Sachen. Es gibt Listen im Internet, die existieren wirklich und da steht drinnen, bei der und der Luftfeuchtigkeit, bei den und den Temperaturen, ja, sollte ich die und die Isolierstärke nehmen. Sind klasse Sachen, an die sollte ich mal orientieren, damit ich weiß, welche Isolierstärke ich nehme. Ja. Da geht es wieder um deutscher Raum, österreichischer Raum, ist ein bisschen schwierig. Die Deutschen arbeiten eher mit AF-Isolierungen, wir arbeiten mit ganz normalen Angaben, sagen wir mal jetzt 13 mal 16 oder so in Richtung und die Deutschen arbeiten sehr gerne mit AF2, AF3, AF4. Müsst ihr euch ein bisschen erkundigen oder mit dem Hersteller reden. Ja, also wenn sie jetzt einen Isolierhersteller gibt, geht's. Der gibt euch garantiert eine Liste, wo seine Isolierung geeignet ist, zu welchen Temperaturen. Das ist immer das allererste. Wichtige Auslegung. Und wenn ihr euch unsicher seid, nehmt einfach eine Nummer größer. Ja, es ist wieder teurer, aber nehmt einfach eine dickere Isolierung und dann seid ihr meistens safe. Und jetzt ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, was die meisten Leute beim Isolieren falsch machen. Mein Isolierer hat mir das mal erklärt, ja, weil ich bin jetzt auch nicht der Held des Isolierens, weil ich schaue jedes Mal nach dem Isolieren aus wie eine Sau. Das Auslüften vom Kleber. Die meisten Leute sind immer extrem nervös, pinseln jetzt die Schnittstelle ein und packen das sofort zusammen. Und dann wundern sich, warum es dann permanent aufreißt und dann ärgert man sich und dann sagt man, ah, scheiß Isolierung und bla bla. Und, Entschuldigung, ich habe Piep, kannst du einen Piep da reinmachen? Du Scheiß, brauchst du keinen Piep. Echt? Brauche ich keinen Piep machen? Nein, solange du nicht sagst, ist alles in Ordnung. Ich habe gar nicht gewusst, dass du solche Wörter nehmen kannst. Das Auslüften von Kleber ist extrem wichtig. Das heißt, ihr dürft es nicht, wenn ihr das eingepinselt habt, das Ding sofort zusammenklappen. Das muss atmen. Und je nachdem natürlich, welchen Kleber habt, entscheidet sich, wie lange ihr das im Prinzip offen lassen müsst, bevor ihr die Kleberstelle zusammentut. Ja? Viele Leute machen sich den Kleber halt selber an, geben noch ein bisschen Verdünner mit hinein, damit es ein bisschen nicht so dickflüssig ist. Manche wollen es dickflüssiger haben, da ist jeder Isolierer komplett eigen, was das anlangt. Und da entscheidet sich im Prinzip diese Auslüftungszeit. Ja? Solange das nicht richtig ausgelüftet ist, werdet ihr immer ein Problem haben, dass es wieder auseinander geht.
Das heißt, ihr streicht das zuerst ein, dann lasst ihr das offen im Prinzip, wartet eine Zeit lang und dann testet ihr, und wenn das dann sofort zusammengeht, schön, dann kann man das im Prinzip zusammentun. Ja? Das ist ganz wichtig, da passieren die meisten Fehler. Ja? Und ihr hört auch, wenn der Kleber nicht haltet, dann bringt euch dieses beste Pusher Armor Flexband auch nichts. Es bringt euch nichts. Dann habt ihr einfach falsch isoliert, den falschen Kleber genommen oder nicht ausgelüftet. Dann ist es nicht sauber gemacht worden. Wenn sie eine saubere Isolierung macht, wenn sie nur irgendwas schnell mal drüber banschen möchte, dann könnt ihr das Pusherband natürlich nehmen. Ist natürlich nicht so schön, wie sauber isoliert, aber es funktioniert auch. Aber auslüften, ganz, ganz wichtig, Isolierstärke. Und jo, meine Leute, willkommen jetzt zur letzten Frage. Das ist wahrscheinlich wieder irgendeine komplett wahnsinnige Frage. Irgendeine Frage, die mich wahrscheinlich wieder zum Weinen bringen wird, aber sie wird mir jetzt gestellt. Christian, willst du dir das im Februar wirklich nochmal antun? Challenge 2.0? Ja! Auch wenn ich heute meine Challenge verloren habe, dafür auch bestraft werde. Wer mich übrigens auf Instagram verfolgt, der wird heute dann auch noch erfahren, was meine Strafe sein wird. Das wird jetzt noch entschieden. Ja. Was meine Strafe sein wird, halt, dass ich es nicht geschafft habe. Alle Leute, die mich kennen, und gerade die Schüler, die ich schon unterrichtet habe, wissen ganz genau, ich stehe auf Wetten und ich stehe auf, also nicht Wetten, Geldwetten ist das Richtige, sondern ich stehe halt auf solche Challenges. Das heißt, schreibt ruhig in die Kommentare rein, was wir als nächstes machen sollen. Jetzt im Februar sind immer diese 5 Kilometer dran. Wie gesagt, jetzt habe ich es mit ein bisschen mehr als einem Monat Vorbereitungszeit nicht geschafft. Ich hoffe, wenn ich jetzt nochmal 2 Monate drauf kriege, dass ich die 5 Kilometer schaffe. Aber das Geiste ist ja den Gewinn, den ich bekomme. Ich muss wahrscheinlich jetzt irgendwas massivst Peinliches machen. Die lassen sich irgendeinen Scheiß einfallen. Aber wisst ihr, was ich gewinnen kann? Ein Ticket für 10 Kilometer. Also, wenn sie noch andere Challenge für uns hat, postet sie, schreibt sie in die Kommentare, schickt sie mir eine Nachricht einfach. Ja, vielleicht werden wir welche machen. Ich bin für jeden Blödsinn zu haben, deswegen werde ich auch im Februar meinem Mann stehen und ich werde es einfach durchziehen, bis ich diese 5 Kilometer geschafft habe, um nachher mich auf die 10 Kilometer hinzuarbeiten. So ist das. Aber vielleicht habt ihr vielleicht ein paar leichte Challenge für mich. Das wäre mal cool für mich, ja, weil 5 Kilometer waren schon sehr hart für mich. Also das Unsportliche sind die 5 Kilometer schon sehr hart für mich. Aber naja, nachdem ich alle meine Bekannten und Freunde kenne, die wahrscheinlich darauf antworten werden, die werden sich nichts Leichtes raussuchen. Nee, wie die ganze Welt mich leiden. Aber egal, ich mach's einfach, weil ich stehe drauf, weil ich bin einfach nicht normal. Ja, und jeder weiß, dass ich nicht normal bin. Und in diesem Sinne möchte ich euch noch eins sagen. Bitte vergesst nicht, die es noch nicht getan haben, abonniert mich, drückt mir ein Like rein, vergesst nicht, meinen Instagram-Account zu liken, dann erfahrt ihr auch ein bisschen mehr über unsere Challenges und solche Sachen, weil wir das nicht alles auf YouTube dann hochstellen werden und was wir halt so am Tage machen oder vor allem, was ich so am Tage mache. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Wochenstart, auch wenn es Dienstag ist, ja, aber ich wünsche euch trotzdem einen schönen Wochenstart. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Video und lasst euch neue Fragen einfallen. Ja, ja! Ja, ich glaube, ich brauche Schmerztabletten. Mir tut es im Nacken aber auch weh. Was soll ich beim Isolieren von Rohrleitungen beachten? Rohrleitungen vor allem. Rohrleitungen. Was steht roh? Da steht sicher Rohrleitungen, wir wollen jetzt nicht darüber diskutieren, ja. Du kannst einfach nicht lesen. Christian? Vor allem, ich liebe es, wenn man anfängt mit Christian. Ja, wenn er meinen Namen voll ausspricht, dann hat mein Produzent jedes Mal ein Problem mit mir. Und ich kann mir nach diesem Video wieder einen Zusammenschiss anhören, jenseits von Gut und Böse. Ihr wisst ja gar nicht, wie der mich zusammenpfeift. Ja? Ihr habt ja alle keine Vorstellungskraft. Ja? Da schaut alles immer so witzig. Doch, hey, yo, baby. Ja? Der steht da hinten schwerst bewaffnet, ja? Und sagt, wenn du jetzt nicht happy bist, dann mache ich dich happy. Ist die Angst, die mir spricht. Machst du endlich weiter oder hast du noch mehr Geschichten zu verbreiten, die alle natürlich nicht wahr sind? Oder muss ich wieder... Nein, tu es nicht! Es ist alles ein Stück unterlogen.